Ziel des Ungarisch-Deutschen Kulturvereins Lipwer ist es, die Interesse der in der Siedlung und ihrem Umfeld lebenden deutschen Volksgruppen zu vertreten und ihre Rechte durchzusetzen. Sein Präsident ist Josef Zuckwil, der auch Präsident der Kreisverwaltung ist. Die Einwohner von Lipwer kamen in der für die Siedlung typischen schwäbischen Tracht nach Mariagyud zu dem wichtigsten Abschied der Ungarn-Deutschen. Wir sind alle aus Lipow, aus Lipowar. Von uns muss man wissen, also das ist noch unsere alte Tracht. Wie der Herr Pfarrer auch so schön erwähnt hat, dass wir diese Trachten pflegen sollen und müssen. Und das ist noch so genannt, mir sagen eine Wunder, dass sie noch diese Trachten haben. Weil das sind schon sehr alte Trachten von der Oma und von der Uroma. Und, aber wir schätzen sie und wir behalten sie. Und mindestens bei solchen Anlässen, bei solchen Feiertagen, also dieser heutige Tag ist ja der größte Feiertag für die Ungarn-Deutsche hier. Und darum haben sie jetzt diese Trachten wieder angezogen. So viel sind noch geblieben, Gott sei Dank. Diese Trachten sind in jedem, kann man sagen, in jedem Ort, weil unsere Ahnen, unsere Vorfahren kamen ja aus verschiedenen Gegenden damals, für 200-300 Jahre, wie die Ansiedlung war. Und das ist eine, zum Beispiel für diese Tracht oben, sagt man auf manche Plätze Juppel und in Lipo, in Lipo war sagt man wie Siedl. Und das kam von dieser, weil diese, unsere Ahnen kamen, wie man es nachgeforscht hat, von Elsass-Lotharingien. Und das kann man von den Familiennamen auch noch hören. Und darum haben wir diesen Namen von dieser Trachten. Also wie gesagt, jedes Dorf, jede Ortschaft hat seine Sonntagstracht. Und dann gibt es die Wertsachstrachten, selbstverständlich. Aber in Lipo war diese Tracht so. Im Zusammenhang mit dem Tag der Heiligen Jungfrau Maria findet jedes Jahr der deutsche Abschied in Mariagyud-Heiligtum statt. In diesem Jahr, am 4. September, versammelte sich in Trachten gehaltete gläubige deutsche Nationalität, um gemeinsam zu feiern. Die Heilige Messe wurde vom Pfarrer Dr. Tamás Roland von Szalka gefeiert. Ich glaube, das können wir so ein bisschen besser verstehen, wenn wir daran denken, wie wichtig für unsere Ungarn in Siebenbürgen, in Transsilvanien, ihr Glaube ist. Eine zusammenhaltende Kraft. Dadurch können sie ihre Nationalität besser erleben und stärken und erhalten. Und ich glaube, das ist etwas ähnlich für die Donauschwaben hier. Das ist für sie eine Bestärkung ihrer Nationalität, ihrer Identität. Weil sie haben ihre eigene Identität. So, sie sind nicht einfach nur Ungarn, natürlich sind sie Ungarn, aber mit einer Färbung, mit einem eigenen Charakter. Und das können sie, glaube ich, sehr schön bestärken, erleben, dadurch, dass sie ihren katholischen Glauben pflegen und bewahren. Zum Abschied der Ungarn-Deutschen nahmen die Gläubigen nach der deutschsprachigen Heiligen Messe an einer Rosenkranzprozession teil. Der neu angelegten 800 Meter lange Gehweg mit Gartenbänken, Beleuchtung und Trinkbrunnen führt hinauf zur Statue der Schmerzensreichesmutter und kehrt dann als Weg zum Westtor der Kirche zurück. Die Prozession wurde vom Pfarrer Dr. Tamás Roland von Szalka und Diakon Andor Keresztes, Direktor und Pfarrer des Mariagyud Heiligtums, geleitet. So, wir haben Gottesdienst gefeiert zum Fest der Geburt der jungfräulichen Mutter. Und danach haben wir Prozession gefeiert. Und ich möchte dazu ein paar Gedanken sagen. Prozession, das ist ein langer Gang, wenn man so will. Wir gehen diesen Weg und währenddessen beten wir Rosenkranz. Und das erinnert uns an unser eigenes Leben. Wir haben alle unseren eigenen Lebensweg, aber wir gehen das nicht allein. So wie im Alten Testament das Volk in der Wüste. Nach dem Auszug aus Ägypten, also auf dem Weg ins gelobte Land, das war eine lange Wanderung. Und Gott ist mit ihnen gewandert. Das erleben auch wir Christen. Wir sind nicht allein auf unserem Lebensweg. Gott ist mit uns
Und das feiern wir in einer solchen Prozession auf einem Wallfahrtsort. Ja, wir erleben, wir feiern, dass Gott mit unserem Weg da ist. Pfarrer Dr. Thomas Roland feierte in diesem Jahr den 25. Jubiläum seiner Priesterweihe und zeigte sich erfreut, dass er dieses Jahr Gastredner beim Deutschen Abschied sein durfte. Wenn ich zurückblicke an diese Zeit, man könnte natürlich vieles in Erinnerung rufen, aber ich möchte nur das erwähnen, dass mir besonders Freude macht, dass ich aus all den Gemeinden, wo ich tätig war, auch Freunde habe. Also ich habe nicht nur priestergläubige Beziehungen erlebt in diesen 25 Jahren, sondern auch Freunde gewonnen. Und auch der Priester braucht Freunde. Also er braucht nicht nur die Gläubigen. Er braucht Freude, er braucht Beziehungen. Und das macht mich besonders stolz, dass ich aus all diesen Gemeinden wirklich Freunde gewonnen habe und diese Freundschaften leben bis heute noch. Und das macht mir Freude.